Moin Leute, heute stelle ich euch das Survival-Armband vor. Das gibt es für wenige Euro bis hin zu 15 Euro im Internet zu kaufen. Ich stelle euch heute mal vor, ob das Top oder Flop ist. Erste Funktion natürlich ganz normal, wie der Name schon sagt, das Armband. Nächste Funktion, die wir hier haben, ist die Signalpfeife. Wie man hört, sehr laut, sehr kräftig. Ich vergleiche das einmal mit der Tasmanian Tiger Pfeife. Ebenfalls sehr laut, sehr kräftig. Da würde ich schon mal sagen, die funktioniert. Die nächste Funktion, die wir hier haben, ist der Feuerstahl mit einem Metallschaber, den man auch herausnehmen kann. Dann kann ich aber auch so Paracord versuchen durchzuschneiden. Es ist jetzt keine super Klinge, aber wie man hier sieht, ist die geriffelt und ja, sie ist schon etwas scharf. Also irgendwie, man könnte vielleicht auch irgendwie versuchen, damit kleine Holzspäne zu schnipseln. Da jede Zündquelle nur so gut ist wie das zu entzündende Material, nehme ich immer so ein Desinfektionsmitteltuch. Man kann auch einfach so Sterilium draufkippen, irgendwas anderes, was gut brennt. Ich habe darunter natürlich von Speed so ein kleines Brennstück. Jetzt testen wir mal. Man sieht schon die ersten Funken schlagen. Schlagen sogar sehr gut. Ich muss das gleich mal rausnehmen. Ist jetzt eine gute Idee, das weiß ich nicht. Das muss ja auch gleich wieder in den Brenner rein. Ja, man sieht schon, dass es. Na? Ja. Wie man sieht, Feuerstahl hat sich verabschiedet. Wenn ich ihn noch wiederfinde, dann. Ja. Dann werde ich wohl noch mal gucken, ob ich da irgendwie ein neues Feuer machen kann damit. Schön. Ja, wie ihr seht, das Feuer brennt allerdings nicht durch den Feuerstahl, sondern durch ein Feuerzeug. Solange mein Kaffee hier jetzt kocht in der kleinen Felsnische, werde ich euch nochmal die nächste Funktion, also die letzte Funktion von dem Survival-Armband zeigen. Das Paracord ist hier hinten verödet und einmal hier durchgezogen worden. Ich öffne das jetzt mal. Bin ja gespannt, wie viel Seil wir da rausbekommen und wie leicht es sich lösen lässt. Ja, wenn man, glaube ich, weiß, wie das geflochten ist, dann ist das, glaube ich, kein Problem. Ja. Gebt mir eine halbe Stunde, dann habe ich das auch. Das Band ist abgezogen. Ich würde fast sagen, das sind so gute 3 Meter. Denke mal, so für Reparaturarbeiten am Zelt, um da irgendwie ja, was abzuspannen, wie ein Tarp oder einen Kocher aufzuhängen. Stein, das andere Ende ist mit einem handelsüblichen Stein, wie in jedem Steinbruch bekommt, versehen. Jetzt machen wir mal den Belastungstest. Schleudern das weg! Stein ist kaputt gegangen. Das Seil hält. Allerdings komme ich mal eben etwas näher. Na komm! Wie wir gesehen haben, ist das hier jetzt wahrscheinlich durch einen Aufschlag schon eingerissen, aber gut. Ich glaube, es hätte schlimmer ausgehen können. Nächster Test, Abrieb. So,
man jetzt sieht, so der Mantel, der ist ja leicht angefressen, aber tut seiner Funktion nichts ab. Gucken wir noch mal, was der direkte Kontakt sagt, wenn ich Stein auf Stein haue. Ja. Also, wenn man mit der nicht spitzen Kante vom Stein draufhaut, da ist relativ wenig passiert. Mit der spitzen Stelle natürlich, die hier wirklich, wie man sieht, spitz zuläuft, dann verabschiedet sich, glaube ich, auch das beste Paracord irgendwann. Mein Fazit, top oder flop? Hätte ich da 15 Euro für gezahlt, wäre es für mich ein totaler Flop gewesen. Für 3, 4, 5 Euro hätte ich gesagt, ja, es ist nicht schlecht. Es gibt wahrscheinlich bessere Alternativen. Aber für 5 Euro oder weniger oder vielleicht auch ein bisschen mehr bekommt man ein schickes Armband mit vernünftigem Paracord. Man hat vielleicht einen Feuerstarter, der funktioniert. Bei mir war vielleicht einfach ein Verarbeitungsfehler daran schuld. Vielleicht sind auch alle so, das muss ich nochmal testen. Da, 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 da. Ja, es kommt ja immer anders, wie man denkt. Gerade beim Aufräumen habe ich den da wiedergefunden, den Feuerstahl. Deswegen mache ich jetzt noch einmal den eisernen Test. In der Hoffnung, dass es dann klappt. So, das. Das der Alkoholtupfer, den packen wir dahin. So, drückt die Daumen, Leute. Ja, es brennt. Ja, schon ausgegangen. Also, wie man sieht, das hat gebrannt. Wahrscheinlich ist es doch ein bisschen zu windig hier. Aber jetzt kommt der Feuerstahl so richtig in Fahrt. Also ich glaube wirklich, ja, das ist top. Ja, das gefällt mir.